Ja, hallihallöchen, mein Freund, und herzlich willkommen heute zum Türchen Nummer 17 von meinem Adventskalender. Ja, heute ist der 17.12.2015. Ja, und gestern gewonnen LS15 mit dem Gold-Addon hat Battlefighter 88. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ihr werdet euch wundern, warum dauert das Video heute über 4 Minuten? Ganz einfach, es gibt zwei Spiele zu gewinnen. Zwei Spiele. Ich habe mir gedacht, heute schmeiße ich mal zwei rein. Transocean, auf alle Fälle, ist dabei. Transocean. Da baut man eine Reederei auf und schickt Millionen von Schiffen los. Ja, gut, so viel jetzt nicht, aber jede Menge Schiffe und versucht, Handel zu betreiben von A nach B, ob illegale Frachten oder medizinische Frachten. Man baut die Schiffe aus und so weiter und so fort. Auf jeden Fall macht es sehr viel Spaß. Und im ersten Quartal nächstes Jahr kommt der zweite Teil raus, der dann auch Multiplayer-Funktionen haben soll. Da bin ich echt gespannt. Das Spiel ist von Deck 13. Genau. So, und dann natürlich eins der neuesten Spiele, was gerade bei Astragon ist, ist der City Economy. Und den haue ich diesmal auch wieder mit rein. Und da seht ihr jetzt ein paar Bilder. Also City Economy ist ein Spiel, fangt mal an mit der Müllabfuhr. Dann macht man Gartenarbeiten, also so Hecken und Dings schneiden, Gras schneiden, ja, dann Straßen kehren, Straßen bauen, Recyclinganlagen, bla bla bla, also das kann man im Multiplayer zocken und ist eigentlich soweit auch ein ganz nettes Spiel. So, aber jetzt habe ich euch schon mal erklärt, was es zu gewinnen gibt. Ich möchte mich auch vielleicht mit noch etwas, ich möchte mich mal recht herzlich bei euch bedanken. Ihr schreibt mir Kommentare, wo ich einfach sagen muss, dass ich darauf einfach gar nicht gefasst war. Weil das ganze Jahr über hört man da ja eigentlich gar nicht viel. Erst wenn man dann die Leute mal wirklich fragt, hey, was haltet ihr eigentlich von mir und von meiner Aktion und so weiter, dann kommt ihr alle rausgekrochen und schreibt die geilsten Kommentare. Es wäre geil, wenn das über das ganze Jahr über immer wieder mal laufen würde. Aber ey, es ist geil, was ihr da schreibt. Und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Weil viele von euch wissen, was passiert ist mit meinem PC. Wir haben jetzt eine Lösung gefunden. Es wird weitergehen. Es wird zwar mit verringerter Qualität weitergehen. Ich werde weiterhin erstmal schauen, dass ich weiterhin Spenden generiere. Wo ich dann auch einen Teil davon habe. Also für die Deutsche Kinderkrebsstiftung und für mich. Und dann werden wir so in, denke ich mal, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Monaten vielleicht einen neuen Rechner haben. Oder zumindest neue Komponenten und wird auf alle Fälle lange Zeit werden, aber ich hoffe, ihr begleitet mich trotzdem weiterhin. Ihr könnt auch gerne mal aufs DS kommen, aus Teamspeak und so weiter und hier mit uns rumquatschen, rumalbern, bei Videos dabei sein und. Ja, nächstes Jahr geht es auch wieder weiter mit ETS 2. Also jetzt geht es weiter mit ETS 2 im Livestream wieder. Ich werde wieder zur Hitbox zurückkehren. Wir haben da gestern ein bisschen was ausprobiert und es funktioniert einigermaßen wieder. Zwar bin ich mit der Qualität nicht zufrieden, aber mein Charity Gamer TV Team ist zufrieden. Also wenn die zufrieden sind und sagen, hey doch, du kannst es machen, dann vertraue ich denen und mach's einfach. Und dazu sage ich schon mal recht Danke an mein Team, was da so hinter mir steht. So, aber jetzt erstmal zwei Spiele heute, Transocean und City Economy. Und Battlefighter 88, ich schicke dir jetzt zwei Keys zu und die Seite, wo du dann dieses Spiel herunterlädst und eine kurze Anleitung, wie das funktioniert. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.